Herrn Jesus weiter? Why we cannot say directly? Warum sagen wir es nicht direkt zu Jesus? Because we know that if she asks him, he cannot say no. Weil wir wissen genau, wenn die Mutter Gottes es vor Jesus bringt, dann kann Jesus nicht Nein sagen. Why? Because she gave first importance to Jesus. Warum kann Jesus dann nicht Nein sagen? Weil die Mutter Gottes immer ihre erste Aufmerksamkeit, ihre erste Bedeutung Jesus gegeben hat. So Jesus gave much more than what she gave to him. Und so gibt Jesus ihr viel mehr zurück, als wie sie ihm gegeben hat. So today you have given importance to the Lord. Also heute sind wir hierher und haben dem Herrn unsere Wichtigkeit gegeben. And you can be sure he will give lot of importance to you. Und ihr dürft ganz sicher sein, dass Jesus auch seine Wichtigkeit zu euch gibt. Yeah, because he is God. Weil er ist Gott. Not a human being. Er ist kein menschliches Wesen. That you can be sure. Da dürfen wir ganz sicher sein. But when you have come here, all of us have come with some problems, some pain, maybe some sickness or some worries. Und viele sind hierher gekommen, vielleicht mit irgendwelchen Krankheiten, Problemen, Schwierigkeiten, Sorgen. But we have come in the presence of the one who is the solution of all my problems. Aber damit sind wir hier vor ihn gekommen, vor ihn, der die Lösung für alle meine Probleme ist. Let us read one what the catechism teaches about this. Und lasst uns deswegen im Katechismus einmal lesen, was der Katechismus uns dazu lehrt. Let us take Catechism, Article number 1368. Im Katechismus 1368. Okay. Maybe we can read. Die Eucharistie ist auch das Opfer der Kirche. Die Kirche, der Leib Christi, nimmt am Opfer ihres Hauptes teil. Mit ihm wird sie selbst ganz dargebracht. Sie vereinigt sich mit seiner Fürbitte beim Vater für alle Menschen. In der Eucharistie wird das Opfer Christi auch zum Opfer der Glieder seines Leibes. Now you see what is the next sentence. Very important, the meaning of what we are going to read. Jetzt kommt der nächste Satz, der ist sehr bedeutend. Das Leben der Gläubigen, ihr Lobpreis, ihr Leiden, ihr Gebet und ihre Arbeit werden mit denen Christi und mit seiner Ganzhingabe vereinigt und erhalten so einen neuen Wert. Das auf dem Altar gegenwärtige Opfer Christi gibt allen Generationen von Christen die Möglichkeit, mit seinem Opfer vereint zu sein. Yes. Das Leben der Gläubigen, ihr Lobpreis, ihr Leiden, ihr Gebet und ihre Arbeit werden mit denen Christi und mit seiner Ganzhingabe vereinigt und erhalten so einen neuen Wert. Yes. The lives of the faithful. Das Leben der Gläubigen. Their praise. Ihr Lobpreis. Their sufferings. Ihre Leiden. Prayer and work. Ihr Gebet und ihre Arbeit. United with him. Werden mit Christus vereinigt. Ja, having a new value. Und wir erhalten einen neuen Wert. So, after some time we will celebrate the Holy Mass. In einiger Zeit werden wir jetzt gleich hier die Eucharistie feiern. And what is it called? What is this? Wie nennt man das da? Altar. Altar means what? What is an altar? Altar means what? Was bedeutet Altar? Where sacrifice is happening. Altar is the place where sacrifice is done. Der Altar ist der Ort, wo das Opfer dargebracht wird. What is sacrificed? Was wird da geopfert? Jesus. Jesus. But we are also celebrating this. Also Jesus wird dargebracht, aber wir feiern das.
So for this sacrifice, what are we bringing? Und was bringen wir für dieses Opfer? Unser Leben, unser Leiden. What we read. Genau das, was wir gelesen haben. Unser Lobpreis, unser Leiden, unser Gebet, unsere Arbeit. Yes. That is our offering. So during the offertory time. Das ist unser Opfer. Also während der Zeit der Gabenbereitung. I should tell the Lord. Sollte ich dem Herrn dann sagen, Lord, I have nothing to give you. Herr, ich habe nichts, was ich dir geben kann. Because what I have is what you have given me. Denn alles, was ich habe, ist doch das, was du mir gegeben hast. Can you tell me anything which he has not given you? Gibt es irgendetwas, was der Herr uns nicht gegeben hat? Anything? Listen. There is one thing. One thing is there which he has not given us. Listen. Yes. The sins. Also es gibt eins, was er uns nicht gegeben hat, das ist die Sünde. That is only mine. Das ist das Einzige, was ich aus mir habe. Ja oder nein? Stimmt das? Ja oder nein? Ja. Sin is mine. Die Sünde ist meins. All the rest is his. Alles andere habe ich vom Herrn empfangen. So. I can give him my sins also. Und ich kann ihm auch meine Sünden geben. Yes or no? Stimmt das? That's a good offering. Das ist doch ein gutes Opfer, was ich ihm bringen kann. You know, one day, you know Saint Jerome? Ihr kennt den heiligen Hieronymus? Huh? So he has translated from Latin, from the Hebrew, Greek to Latin. Also er hat die Heilige Schrift vom Hebräischen und vom Griechischen ins Lateinische übersetzt. One day he was so happy for the Lord. Und einmal war er so von Freude für den Herrn erfüllt. So he wanted to give something for as a Christmas gift on the Christmas day. Und so wollte er zu Weihnachten dem Herrn ein besonderes Geschenk machen. So on the Christmas day Jesus appeared to him. Und Weihnachten erschien Jesus ihm dann. And Jesus wanted to give Jesus some present, no birthday gift. Und dann wollte er Jesus ein Geburtstagsgeschenk geben. Then he was thinking, Lord, what I can give you? Und er überlegte und dachte, Herr, was soll ich dir geben? Then he said, no, I will give this one. Und dann sagte er, das werde ich dir geben. Then the Lord said, this is not yours. This is what I have given you. Und dann sagte der Herr, das ist doch gar nicht deins. Das ist doch das, was ich dir gegeben habe. Then he told something else. Und dann sagte er ihm etwas anderes. Then he said, this also I have given you. Und der Herr sagte, auch das habe ich dir doch geschenkt. Then like that, at the end he said, Lord, I don't know what I can give you because everything I have is what you have given me. So ging es weiter und weiter und weiter und am Ende sagte er, Herr, ich weiß nicht mehr, was ich dir geben soll, denn alles, was ich dir geben will, hast du mir ja vorher gegeben. At the end, the Lord said. Und dann sagte der Herr schließlich, "Give me your sins." Gib mir deine Sünden. That is yours. Das ist deins. So, do you have something to offer to the Lord today? Also, habt ihr etwas, was ihr dem Herrn heute bringen könnt? Yes ja. Or no? Ja oder nein? Yes. Yes, we have something. Our sufferings, our brokenness, our sins, our tensions. Unsere Versuchungen, unsere Krankheiten, unsere Gebrechen, unsere Sünden. And he is happy to receive that. Und der Herr freut sich, wenn er das entgegennehmen darf. Are you ready to give? Seid ihr bereit, um das zu geben? Yeah. So today we have something to offer to the Lord, okay? Also heute bei der Gabenbereitung haben wir etwas, was wir dem Herrn geben können, ja? But also remember, once you give, don't ask him back. Und erinnert euch bitte, das, was ihr einmal dem Herrn abgegeben habt, nehmt das nicht wieder mit zurück. Okay? Einverstanden? Okay, ready or not? Seid ihr bereit? So, let us give to him. Also lasst es ihm wirklich ihm geben. Our brokenness. Unsere Zerbrochenheit. Our sins. Unsere Sünden. Our lack of faith. Unser mangelnder Glaube. But don't ask him back. Aber nehmt es nicht wieder zurück. Okay, once we have given, it's his. So no need to think of that. Wenn wir es ihm einmal gegeben haben, dann gehört es ihm und dann müssen wir uns da keine Gedanken mehr drüber machen. Yeah, it is his. Es gehört ihm. The more we trust, je mehr wir vertrauen, the more he bless. Je mehr segnet er uns. The more he embrace,
Je mehr er uns umarmt. When somebody embraces, where are you? Near the heart. Wenn jemand euch so richtig umarmt, wo seid ihr dann? Dann seid ihr ganz nah am Herzen des anderen. Yeah. So today, when the Lord comes into this house, he also, should be happy. Also heute, wenn der Herr zu euch in euer Haus kommt, dann sollt ihr glücklich sein. No. He should be happy to come into our house. Er soll glücklich sein, dass er bei euch einkehren darf. And from yesterday, we were telling that we should prepare this house. Und gestern haben wir darüber gesprochen, dass wir dieses, unser Haus, unseren Tempel vorbereiten From sollen. From morning till now. Many of you were, no confessing, no? So many confessions. Und von heute Morgen an bis jetzt haben so viele von euch gebeichtet. Why? Warum? That's the little effort I make. Das ist die kleine Anstrengung, die ich machen kann. To come closer to him. Um dem Herrn näher zu kommen. And he will bless us. Und dann wird er uns segnen. Much more than what even I dream of. Und er wird uns mehr segnen, als wir uns jemals vorstellen können. Once more I will tell. Noch einmal möchte ich euch das sagen. The little effort which we take. Die kleine Bemühung, die wir auf uns nehmen. To come closer to the Lord. Um dem Herrn näher zu kommen. Is pleasing to him. Es gefällt ihm. And he will bless us. Und dadurch wird er uns umso mehr segnen. Much more than. Viel mehr. What even I dream of. Viel mehr, als ich mir jemals erträumen könnte. Because he is God. Weil er Gott ist. So if any of you didn't get the opportunity to confess, we have time, maybe after the sessions, or maybe tomorrow, whole day we have. Any time we are here also, Father Franz is there. You can go to Father Franz or you can come to me. You know, when I am not taking a session, I am available for the confessions. You know? Also wenn noch jemand nicht die Möglichkeit hatte, zur Beichte zu gehen, heute nach dem Programm oder auch morgen Vormittag, ist dazu die Gelegenheit. Immer wenn ich nicht gerade spreche, habe ich Zeit, die Beichte zu hören. Ich oder auch Pater Franz. But you may think that I am going to celebrate the Eucharist now, but I have not confessed. But tomorrow I can confess, but will the Lord give me grace today? Vielleicht denkst du dann, jetzt war ich noch nicht zur Beichte und ich möchte doch gleich zur Eucharistie gehen, kann aber erst morgen Beichten gehen. Wird der Herr mir dann heute Gnade schenken in der Eucharistie? Because before the Mass there is no time. Weil vor der Messe habe ich jetzt keine Zeit mehr zu beichten. I will give you the answer. Da werde ich euch die Antwort geben, nämlich. You know, when Jesus came into Zacchaeus' house. Erinnert ihr euch hier daran, als Jesus in das Haus des Zachäus gekommen ist? And Zacchaeus told, Lord, if I have cheated somebody, I will give four times. If I have taken unjustly from somebody, half of my property, I will give to the poor. Da sagt der Zachäus, wenn ich jemanden betrogen habe, dann gebe ich ihm das vierfach zurück und ich werde die Hälfte meines Vermögens den Armen geben. Then immediately the Lord said. Und als der Zachäus das gesagt hatte, antwortete der Herr sofort: Today, salvation has come to your house. Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt. My question is, did Zacchaeus give the money already? Meine Frage ist jetzt: In dem Augenblick, als Jesus das sagte, hatte Zacchaeus schon das Geld zurückgegeben? No. No, he has not given. He only told the Lord that he will give. Nein, er hat es noch nicht getan. Er hat es nur dem Herrn gesagt, dass er es tun wird. But the Lord who sees our hearts knows that we are telling sincerely or not, whether we will do or not. Aber der Herr kennt unsere Herzen und er weiß, ob wir das ernsthaftig gesagt haben und ob wir es tun werden. So the Holy Spirit is inspiring that some of you are thinking that I have not made the confession. Und der Heilige Geist weiß das und er erinnert euch und sagt, ich habe aber noch nicht gebeichtet. But the Holy Spirit is telling you, no need to worry. You make a sincere decision that at the earliest, maybe tomorrow, you will make a good confession. Und der Heilige Geist sagt euch, fasst diesen ernsthaften Entschluss und morgen, sobald es möglich ist, geht ihr zur Beichte. Yeah. If you have not committed a mortal sin, you can receive the Lord.
Und wenn ihr keine Todsünde begangen habt, dann könnt ihr zur Kommunion gehen, dann könnt ihr alle Gnaden empfangen. Okay, with that we will close that. Damit schließen wir jetzt diese Thematik ab. Okay, I will tell something from the gospel. Ich möchte euch jetzt noch etwas vom Evangelium aus der Heiligen Schrift sagen. So today we will discuss shortly, briefly about Samaritan woman, Jesus meeting the Samaritan woman. Heute wollen wir kurz sprechen über das Treffen Jesu mit der samaritischen Frau. That is John chapter 4. Das ist im Johannesevangelium im vierten Kapitel. Read from 1 to 10. Wir lesen von den Versen 1 bis 10. Jesus erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, er gewinne und taufe mehr Jünger als Johannes. Allerdings taufte nicht Jesus selbst, sondern seine Jünger. Darauf verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er musste aber den Weg durch Samarien nehmen. So kam er zu einem Ort in Samarien, der Sychar hieß, und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Die samaritische Frau sagte zu ihm, wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um Wasser bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Okay. See, there is lot of things in that, lot of blessings in this passage. Hier in diesem Abschnitt entdecken wir viele Dinge, auch viel Segen. No, we should be able to see ourselves as that Samaritan woman. Also, wir sollten in der Lage sein, uns selber als diese samaritische Frau zu sehen. You know, it is mentioned that Jesus was coming from Judea to Galilee. Es wird erwähnt, dass Jesus auf dem Weg von Judäa nach Galiläa war. Passing through Samaria. Und er geht an Samarien vorbei. And the distance between Judea and Samaria is around 45 kilometers. Und die Entfernung von Judäa bis nach Samaria ist ungefähr 45 Kilometer. And why the Lord is coming to this Samaria? Warum will der Herr eben durch Samarien da gehen? Because the Lord who sees our heart so that there is a miserable soul there. Weil der Herr, der unsere Herzen kennt, sieht, dass dort eine elendige Seele ist. And she is coming to take water at noontime, 12 o'clock. Und diese Frau kommt am Nachmittag um 12 Uhr zum Brunnen, um Wasser zu holen. Why she didn't come in the morning or the evening when there is no sun? Warum kommt sie nicht am Morgen oder am Abend, wenn die Sonne nicht so heiß ist? Why? Because other people don't like her. Yes, because others don't like her and she is not living a good life. Nobody likes her. Weil die anderen mögen sie nicht und sie hat kein gutes Leben gelebt. And she don't want to see others. Und deswegen möchte sie die anderen gar nicht sehen. So she comes during lunchtime. Und deswegen kommt sie in der Mittagssitze, wo kein anderer kommt. So that nobody will see me. So dass sie nicht gesehen wird. I don't want to see anybody also. Ich möchte niemanden sehen und von niemandem gesehen werden. Why she came like that? She feels so miserable inside. Weil sie sich innerlich selbst so elendig fühlt. Inside she was so miserable. She didn't want to talk to anybody because her life was not good. Weil ihr Leben war nicht gut und sie fühlt sich selbst so erbärmlich und möchte mit niemandem darüber sprechen. She thought that nobody will see. Und sie denkt, niemand wird mich dort sehen. But one who was 45 kilometers away saw this soul. Aber jemand, der 45 Kilometer entfernt war, er sah diese Seele. And you know, that time there was no flight. Und ihr wisst, zu der Zeit gab es noch kein Flugzeug. So they reached at noontime. That means what time they might have started.
Und es heißt, Jesus kam zur Mittagszeit dort an. Das heißt, wann ist er wohl losgegangen? For walking 45 kilometers, how much time will you take? Wie lange brauchen wir, um 45 Kilometer bei Fuß zu gehen? Maybe one hour, maybe we can walk 5 kilometers. Vielleicht können wir in einer Stunde 5 Kilometer laufen. Difficult, maybe 1 kilometer in order to walk, how many minutes? 15 minutes, 1 kilometer, okay? 1 Kilometer 15 Minuten, ist das okay? Okay, so 4 kilometers means 1 hour, right? Also heißen 4 Kilometer eine Stunde. 4 kilometers is 1 hour. Also 4 Kilometer brauchen wir eine Stunde. So 45 kilometers means? Also 45 Kilometer heißt dann? More than 10, 11 hours. Mehr als 10 oder 11 Stunden? 11, 12 hours. 11, 12 Stunden. Without stop. Ohne Pause. That means, 12 o'clock noon time they have to reach. That means, if they have not stopped, they should have started at midnight. Das heißt, wenn sie um 12 Uhr mittags dort an dem Brunnen ankommen, heißt das, wenn wir zurückrechnen, dass sie Mitternacht losgegangen sind, ohne Pause. But maybe a little more before they might have started. Vielleicht sind sie ein bisschen eher losgegangen. See, 12 hours they walk to meet this woman. Also 12 Stunden sind sie gelaufen, um diese Frau zu treffen. Only to meet her. Nur um sie zu treffen. How much pain he took. Wie viel Schmerz, wie viel Leid hat er auf sich genommen? To save one soul. Um eine Seele zu treffen. Why? Warum? Because he is a good shepherd. Weil er der gute Hirte ist. No. He will leave the 99 and search for that one. Er lässt die 99 im Stich und sucht dieses eine. And he said, I don't come to, for the healthy, but I come for the sick. I come for the sinners. Er sagt, ich bin nicht gekommen, um die Gesunden zu rufen, sondern um die Sünder zu rufen. Yes, he came for you and me. Er ist für dich und für mich gekommen. He don't want us to be lost. Er möchte nicht, dass wir verloren gehen. So what happened? So who is taking the initiative? Also, was geschieht? Wer übernimmt da die Initiative? Wer macht den ersten Schritt? The Lord is taking the initiative. Der Herr ist es, der die Initiative ergreift. And you see how good the Lord is. Und ihr seht, wie gut er ist. See, the Lord is coming with his disciples. Also, ihr seht, der Herr kommt mit seinen Jüngern. And he reaches the well. Er kommt dort an den Brunnen. And he knows that now my daughter is going to come. Und er weiß, jetzt gleich wird diese meine Tochter hier vorbeikommen. So what did the Lord do? Und was macht er? The Lord sent all the disciples away. Er schickt all seine Apostel weg. So that I can be alone with my daughter. So dass er mit seiner Tochter ganz alleine sein kann. No. I can be alone with my daughter. Ich möchte allein sein mit meiner Tochter. And no need to tell to others, only me and my daughter. Also, es müssen nicht andere darüber reden. Es ist ein Gespräch zwischen mir und meiner Tochter. See how loving the Lord is. Seht ihr hier, wie liebevoll der Herr ist. How understanding the Lord is. Wie verständnisvoll er ist. Because the Lord knew how miserable she was there in front of others. Ja, der Herr wusste doch, wie erbärmlich, wie elendig sie vor den anderen war. And the Lord didn't want to embarrass her or make her ashamed. Und der Herr wollte sie nicht bloßstellen, er wollte sie vor den anderen nicht beschämen. Then they started to talk. Und dann begannen sie dieses Gespräch. And the Lord asked her one question. Und der Herr stellte ihr eine Frage. That is where he is asking you and me. Und das ist dasselbe, was er dich oder mich fragt. That is the first verse of 4, chapter 10. Das ist der erste Vers vom Kapitel 4, Vers 10. That is this. If you only knew that what God is offering you and who is it that asking of you. Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der mit dir spricht. Once more. Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes steht und wer es ist, der zu dir spricht. He fully knew, you know, what God is offering. He is offering you new life. Wenn du wüsstest, worin seine Gabe besteht, seine Gabe ist, dass er dir neues Leben schenkt. And you know, do you know who is asking you? Und wisst ihr, wer da mit euch spricht?
That is what the Lord wants to ask you and me. Das ist es, was der Herr auch dich und mich fragen möchte. If only you knew what God is offering and who is it that is saying to you. Wenn du wüsstest, wer das ist, der mit dir spricht und worin seine Gabe besteht. Wenn du wüsstest, wer mit dir spricht und worin seine Gabe besteht. Ja. Who is it asking us, saying us all this? Wer ist das, der da zu uns spricht? The Almighty God. Der allmächtige Gott. So what happens? Und was geschieht? She starts to talk to the Lord. Sie beginnt mit dem Herrn zu sprechen. The Lord knew everything about her. Der Herr weiß alles über sie. She opens her heart. Und sie öffnet jetzt ihr Herz. And in a way tell, Lord, this is I am, Lord. Herr, so bin ich. Das bin ich. I am so broken. Ich bin so zerbrochen. But what happens? Und was geschieht? In Vers 13 und Vers 14, Jesus antwortete ihr, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Yeah. So when he says not one cup of water, but spring of water, river of water. Er sagt, ich gebe dir nicht nur einen Becher Wasser zu trinken, sondern ich gebe dir Ströme des lebendigen Wassers zu trinken. So if somebody asks me for some water, I can give one glass of water or one bottle of water. Also wenn jemand mich um Wasser bittet, dann kann ich ihm Glas Wasser oder vielleicht auch eine Flasche Wasser geben. But if I ask him water, he will give a river of water. Aber wenn ich den Herrn bitte, dann wird er mir einen ganzen Fluss fließendes Wasser geben. Because he is God. Weil er Gott ist. And I am not. Ich nicht. Yes, that's the difference. Das ist der Unterschied. Yeah. So whenever the Lord gives, he always gives in abundance. Also immer wenn der Herr etwas gibt, dann gibt er es ohne Maß. Abundance. Ohne Maß. If he asks for one flower, he will give a flower garden. Wenn ihr um eine Blume bittet, dann gibt er euch einen ganzen Blumengarten. That is God. So ist Gott. That's God. Das ist Gott. That's God. So ist Gott. You remember? Wine into water, water into wine. Erinnert euch an Kana, Wasser wird in Wein verwandelt. In plenty. Wie viel war das? And 5 loaves of bread. Erinnert euch an diese 5 Brote. Plenty of bread. So viel Brot war da. Peter, catching the fish. The net is going to break. Plenty of fish. Petrus war am Fischefangen und er warf das Netz nochmal aus und das Netz war so voll, dass es zerbrach. So viele Fische. Why? Warum? Because it is he who does. Weil es er ist, der das getan hat. So when you and me allow the Lord to work in us. Also wenn du und ich, wenn wir dem Herrn erlauben, in uns zu wirken. He will work beyond our dreams. Dann wird er in uns wirken, dass es unsere Vorstellung übersteigt. Because when he works in the standard of God, not human being. Weil wenn er beginnt zu wirken, dann macht er das auf der Ebene Gottes, nicht auf unserer Ebene. So now let's come back. Kommen wir jetzt zurück. So Jesus, she understood that Jesus is Messiah God. Diese Frau, sie hat jetzt verstanden, dass Jesus der Messias ist, der Sohn des lebendigen Gottes. And to him Jesus says, yes, I am he. Und dann sagt Jesus auch zu ihr, ja, Herr, ja, ich bin es. Yes, to others, if you read the Bible, Jesus is not saying, but to a sinner, Jesus reveals himself. Wenn ihr die Heilige Schrift lest, dann werdet ihr finden, dass Jesus das nicht zu anderen sagt, aber einem Sünder, einer Sünderin offenbart er sich. Then what happens? Und was geschieht dann? The moment, that moment. She runs back, throwing the bucket. Und in dem Moment läuft sie zurück und wirft ihre Körbe.
Yeah, like, the disciples, when Jesus called them, immediately they left the net and followed. In the same way, she threw the bucket. I don't need the bucket anymore. Genauso wie die Jünger, als sie gerufen wurden, ließen sie auch alles hinter sich. Sie brauchten nichts mehr. Und so auch diese Frau, sie braucht ihre Wasserkrüge nicht mehr. Sie rennt einfach nach Hause. Because bucket will get only one bucket of water, but he offered me a river of water. In meinem Krug kann ich nur einen Krug Wasser schöpfen, sagt die Frau. Aber er hat mir Ströme des lebendigen Wassers gegeben. And where is she running? Wo läuft sie jetzt hin? Where? Yes, to the people. Ja, sie läuft zu den Leuten. Remember, why did she come during lunchtime? Erinnert ihr euch noch, warum sie in der Mittagszeit zum Brunnen gekommen ist? Because he don't want to see others. He don't want to be in the presence of others. Weil sie wollte keinen Kontakt zu anderen. Sie wollte nicht in der Gegenwart anderer sein. But when she encountered the Lord. Aber als sie dem Herrn begegnet ist, she became a new creation. Wurde sie eine neue Schöpfung. What she was not able to do for all these years. Was sie jahrelang nicht in der Lage war zu tun. That moment. Ab diesem Moment, she was able to do. Konnte sie es tun. What did she do? She went to the people whom she didn't like, and as well as they didn't like her. Sie ging genau zu den Leuten, die sie nicht mochte und die sie auch nicht mochten. And went and told what? Und sie ging dorthin und was erzählte sie? Told about the Lord. Sie berichtete von ihrer Begegnung mit dem Herrn. And the Holy Spirit worked in those words of that sinful woman. Und der Heilige Geist wirkte in den Worten dieser sündigen Frau. And the scripture tells the entire village came to the Lord. Und die Heilige Schrift berichtet uns, dass das ganze Dorf sich zum Herrn bekehrte. No, the entire village. All of them. Alle, das ganze Dorf. Then what happened? Und was geschah dann? These people begged to the Lord, Lord, please don't go. Stay with us at least 2-3 days. Diese ganzen Leute, sie kommen zum Herrn und sie betteln ihn an und bitten ihn, Herr, geh nicht von hier fort, bleib doch wenigstens 3 Tage bei uns. And did he stay with them? Und ist er bei ihnen geblieben? Yeah. Yes. Ja. The Lord with these villages of Samaria. Der Herr blieb in dieser Stadt der Samariter. Then at the end they tell. Und am Ende sagen sie ihm. See, remember this girl, this woman went to the villages and told about the Lord. Also erinnert euch, diese Frau ging in das Dorf zurück und erzählte vom Herrn, von ihrer Begegnung mit ihm. In a way she was a missionary. So war sie auf eine Art und Weise eine Missionarin. Yes or no? Stimmt das? Ja. Yes, she went and preached the gospel to them and brought them to the Lord. Also sie ging in das Dorf, sie brachte dem Dorf die frohe Botschaft, das Evangelium und brachte das Dorf zum Herrn. Then the last sentence say like this. Und dann der letzte Satz heißt. Now we believe 42. Ja. Und zu der Frau sagte er, nicht mehr aufgrund deiner Aussage glauben wir, sondern weil wir ihn selbst gehört haben. Und nun wissen wir, er ist wirklich der Retter der Welt. Yes. So now I know we are not coming because of what you said. We ourselves have experienced the Lord. Also wir kommen jetzt nicht nur, weil du uns das gesagt hast, sondern weil wir ihn selbst erfahren haben. So she was just like an instrument to bring them to the Lord. Also diese Frau war dann lediglich ein Werkzeug, um die anderen zum Herrn zu bringen. You know, what did Mother Mary tell when there was no wine? Ihr wisst, was die Mutter Gottes gesagt hat, als es keinen Wein mehr gab? Okay, you all of you do what I say to you, isn't it? Hat sie gesagt, also ihr alle tut jetzt das, was ich euch sage. Is it correct? Ist das richtig? No, do whatever he tells you, not I. Also tut, was er euch sagt, nicht was ich euch sage. The same way she brought the people to the Lord. In gleicher Weise hat eben diese Frau die Menschen zu Gott gebracht, zu Jesus gebracht. Our task is also
to bring God's people to the Lord. Und das ist eben auch unsere Aufgabe, das Volk Gottes zum Herrn zu bringen. Then he will do the rest. Dann wird er sich um alles andere kümmern. No. What a change. Was eine Veränderung. See, one who was a curse. Also jemand, auf dem ein Fluch lag, now have become a blessing. Wurde jetzt zu einem Segen. Remember, she was going during the noontime. Also erinnert ihr euch nochmal, sie ging dorthin während der Mittagshitze. You imagine, suppose anybody see her that time, what they might have said about her. Wenn jemand sie dort in der Mittagshitze gesehen hätte, was hätten sie über sie gesagt? Oh, this sinful woman, this bad woman. Ah, diese Sünderin, diese schlechte Frau. But now you imagine, after those 2 days. Aber jetzt nach diesen 2 Tagen, stellt euch mal vor, was für eine Veränderung. When she goes, if somebody see her, what they would say? Wenn sie dort vorbeiging und die anderen sehen ihr, was sagen sie jetzt? Das ist der Mann, das ist die Frau, die Jesus kennt. Yes, that is the woman who showed us Jesus. Das ist die Frau, die uns Jesus gezeigt hat. Halleluja. Ja, she is a blessing. Sie ist ein Segen für uns alle geworden. Till the day before she was a curse, but now onwards, she is a blessing. Vor einem Tag noch war sie ein Fluch und jetzt ist sie zum Segen geworden. Why? Warum? How? Wie? Account of Jesus. The encounter with the Lord. Die Begegnung mit dem Herrn. Changed everything. Das hat alles verändert. Why are you here? Warum seid ihr hier? To encounter the Lord. Um dem Herrn zu begegnen. To allow the Lord to work into our lives. Um dem Herrn zu erlauben, in unserem Leben zu wirken. No, to touch us. Um uns zu berühren. To heal us. Um uns zu heilen. To change this miserable person into a blessing. Um unsere elende Persönlichkeit in einen Segen zu verwandeln. Do you think that he can do it for you and me? Glaubt ihr, dass er das für dich und für mich tun kann? Yeah. Yes or no? Ja oder nein? Yes. So the Lord tells in John chapter 11, if you believe, you will see the glory of the Lord. So sagt der Herr das selber im Johannes Evangelium im 11. Kapitel. Wenn du an den Herrn glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. And you see, there is nowhere in which people did not believe and he did something. No. Und ihr seht es in allen Situationen, wenn die Leute nicht glauben, dann kann er nichts tun. Yes, it's written. He couldn't do anything because the people did not believe. Es steht in der Heiligen Schrift, er konnte dort keine Wunder wirken, weil er keinen Glauben vorfand. Even though he is God. Obwohl er Gott ist. If you don't believe, he will not force you. Wenn ihr nicht glaubt, dann wird er euch nicht dazu zwingen. He respect. Er respektiert das. That's why Revelation 3:20 says. Darum heißt es in der Offenbarung 3:20. I am coming to you knocking. Ich komme und klopfe an der Tür. Knocking at the door of your heart. Ich klopfe an der Tür eures Herzens. Let's read. Lasst uns das lesen. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und wir werden Mahl halten. Ich mit ihm und er mit mir. Yes. No, if you don't open, I will not push open and come inside. Also, wenn du nicht öffnest, dann werde ich die Tür nicht aufstoßen, um einzutreten. He respects us, respects our freedom. Er respektiert unsere Freiheit. And what does he say? We will come into them. Wenn jemand die Tür öffnet, dann werde ich eintreten. Wir werden Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir. Now let's read Romans 8:31. Jetzt lesen wir noch einmal Römerbrief 8:31. Wenn Gott mit uns ist, was kann dann gegen uns sein? Yes. Also genau heißt es, ist Gott für uns? Wer ist dann gegen uns? If God is with us, who can be against us? Ist Gott für uns, wer kann dann gegen uns sein? But for God to be with us, I should open the door.
Aber damit Gott mit mir sein kann, dafür sollte ich die Herzenstür öffnen. I should allow the Lord to come into my life. Ich sollte dem Herrn erlauben, in mein Leben einzutreten. Allow the Lord to come into my sorrows, my misery, my brokenness, my joys. Erlauben wir dem Herrn einzutreten in mein Elend, in meine Erbärmlichkeit, in meine Armseligkeit. Into my family life, my relationship with my husband, with my children, with my parents. In mein Familienleben darf er eintreten, in meine Beziehungen zwischen mir und meinem Mann, zwischen mir und meinen Kindern. In my work. In meine Arbeit. And there should not be any area in my life where I don't invite the Lord. Es sollte kein Gebiet in meinem Leben geben, wo ich den Herrn nicht einlade. Especially to my brokenness. Ganz besonders zu meinen Gebrochenheiten, in meine Gebrochenheiten. Are you ready? Seid ihr dazu bereit? Yes. Yes. Then the Lord is going to tell us today. Today salvation has come into your house. Dann wird der Herr uns sagen, heute ist diesem Haus das Heil geschenkt. So today the Lord is going to come into your heart. Also heute möchte der Herr in euer Herz kommen. Then he will bless each one of you. Und dann wird er jeden von euch segnen. He will touch you. Er wird euch berühren. He wants to heal you. Er möchte euch heilen. But only if you allow. Aber nur wenn ihr zustimmt. Only if you believe. Nur wenn ihr glaubt. It's up to us. Also, es liegt an uns. God says again. Gott sagt noch einmal. If only you knew. Wenn du wüsstest. What God is offering you. Was die Gabe Gottes ist. And also who is asking of you. Und wenn du wüsstest, wer der ist, der mit dir spricht. Once more. Noch einmal. If only you knew. Wenn du wüsstest. What God is offering you. Was die Gabe Gottes ist. And who is asking of you. Und wer es ist, der mit dir spricht. Amen. Amen.